Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara und dem 1. FC Kaiserslautern auf Legende am Mittwoch. Liebe Freunde des gewährten, ja, des schönen Fußballs da draußen, den wir momentan ja nicht so spielen. Wir gucken uns mal an, ich habe das ja schon die ganze Zeit immer versprochen und nie eingehalten, dass wir uns mal Shaqiri angucken. Damit. Ach ja, bei uns ist er ja noch bei den Bayern. Bei uns ist er ja noch bei den Bayern. Der Sherdan. Und Schottland. Wollte ich mir auch mal zwei angucken. Patrick Herrmann habe ich mir, glaube ich, schon angeguckt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mal beobachten. Dann die United. Ich glaube ja nicht, dass die was für uns sind. Dann haben wir noch Gary McKee. Ach. McKenzie oder McKee? Okay. Gib es nicht. McKay. Nehmen wir doch das mal ein. McKay. Ach, was schreibe ich denn da? Da mein. Spielen beide beim selben Club. Ja. Beobachten wir beide natürlich. So, mit Shaqiri dürfte ich jetzt das alles abhaben. Also abgegrenzt haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass wir Patrick Roberts bekommen. Ja. Oh, gegen den VfB. Hoffentlich heute mal mit einer guten Partie. Ja, jetzt haben wir ja auf der Bank Bart Finne. Also Uwe ist momentan auch nicht so sonderlich stark. Gucken wir mal hier. Durch das an gute Ballkontrolle. Der ist auch schnell. Geil. Gotzev, meine ich natürlich. Der gute Lukas kann wieder spielen. Nice. Wenn der gute Lukas wieder spielen kann, ist das riesig geil für uns. Dann haben wir nämlich wieder einen Offensivmittelfeldspieler in der Theorie. Die 3 Wochen Verletzungspause ist schon fast um. Lukas ist bald wieder da. Paco Alcacer. Vielleicht werden wir auch mal die Aufstellung switchen und auf ein 4-3-3 gehen in der Saison. Und gucken, wie das harmoniert. Dann Paco Alcacer auf Außen. Mitrovic in Mitte. Sehr gegnabt wie auf die andere Position. Patrick Roberts ist übrigens mit 65 startet der. Also ist die Frage, wie gut der inzwischen bei uns ist. Ich hoffe natürlich über 70. Er ist halt 20 Jahre jung. Wir springen rein. 2. Bundesliga-Partie. VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Zeller Lim ist letztes Spiel unterirdisch gewesen. Ich habe das Gefühl, das wird er diesem Spiel leider auch spielen. Ich will die Aufstellungen sehen. Das ist dann auch schon das Maß der Gefühle. Stuttgart mit Mitroglou und Maxim und Stoppelkamp. Ihr kennt unsere Aufstellung. Kaiserslautern von rechts nach links. Gibt ja noch keine Tabelle, deswegen das Ganze mal schnell übersprungen. Zeller Lim momentan unwürdig, nennen wir es mal. Ja, Mitrovic. Er spielt momentan so gut. Ja,
Nefkara aber auch. Finde immer geil, dann kriege ich Zählerlim nicht, sondern irgendeinen anderen Idioten, der dann, der absolut nichts mit dem Ball tun kann, abseits. FIFA sollte mal die Statuten ändern, dass der Spieler, der am besten den Ball bekommen kann und nicht der, der theoretisch der Nefkara schwache Ballannahme, selbst schuld, dass du den verloren hast. Jetzt haben wir hier ein Problem, hausgemachtes Problem. Paco Alcacer, Zungu und Matej. Hart im Abseits schon. Was mich mehr stört, ist, dass Mitrovic so wenig tut, spielerisch. Das war stark. Aber er kann halt mit dem Ball irgendwie momentan gar nichts. Das war ein Schritt nach unten und das sah aus, als könnte er den Ball nicht kontrollieren. So, Mitrovic spielt eine sehr, sehr schwache Hinrunde jetzt. Kann man so sagen, muss man so sagen. Es gibt kein Vertun daran, dass Mitrovic in dieser Phase der Saison sehr, sehr schlecht ist. Keine Aktion, außer von ihm gestern der Pfostenschuss. Das war das höchste der Gefühle und das war schon nicht gut gespielt in der ganzen Partie nicht. Ich komme hier nicht durch. Danke, dass Matej mal mitläuft hier. Und was? Ich krieg Zählerlimmer ab. Darf also theoretisch mal jemanden spielen, der eine Chance hat, den Ball zu bekommen. Oh, Zählerlimmer. Das war ganz schön knapp, da sind wir fast über unsere eigenen Füße gestolpert. Müssen wir echt aufpassen, das passiert uns ja vor allen Dingen sehr häufig in dieser Saison bis jetzt. Der Pass war zu weit. Mitrovic müsste eine 5, was auch immer haben. Ja, Paco Alcacer ja noch schlechter. Was will er machen? Was will er verdammt nochmal machen, wenn Mitrovic und Co. die Bälle nicht verteilen können? Das war blöd von mir. Das war ein starker Pass. Mitrovic! Torungefährlich! Ist er momentan einfach. Aber ich brauche auch zu lang zum Abschließen, weil ich gedacht habe, der trifft den Ball eh nicht sonst. Bleib da oben. Fass es nicht. Starke Grätsche von Zählerlim. Hau dem die Beine weg. Es war auch böses Foul. Eigentlich wenigstens mal dieses Mal mit der Kamera mal gut geklappt. Na, das war schlecht. Ich krieg den auch nicht. Ins Aus gespielt. Gnabry. Wir müssen uns mal was überlegen. Wir sind spielerisch absolut nicht
auf Augenhöhe mehr im Vergleich zur letzten Saison. Da zum Beispiel muss dann Mitrovic stehen. Der hat keinen Laufweg momentan und ist deswegen total... Wir spielen momentan... Ja, für den deutschen Meister sind wir momentan irgendwie total außer Form. Mitrovic außer Form, Paco Alcácer als zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Ja, was will er machen? Kriegt das momentan nicht hin. Wir spielen hier keine starke erste Halbzeit. Nee, Mitrovic ist für sowas zu langsam. Und der Ball war auch ein bisschen zu schräg. Ja, was wollen wir machen momentan? Da fehlt es irgendwie an Stärke. Und ich denke mal, dementsprechend wird Paco Alcácer nicht mehr ZOM spielen. Ja, wir gucken mal die Wertungen. Ja, ist halt klar. Gnabry. Gnabry auch heute wieder. Nicht gut. Im letzten Spiel schon nicht gut. Davor schon nicht gut. Testspiele nicht gut. Unsere Startelf bröckelt momentan. Martell hier, Rechtsverteidiger seines Zeichens. Und der Ball ist drin! Rechtsverteidiger Alexandru Martell. Macht das hier besser wie alle Konsorten von uns. Wir brauchen noch eine Form. Der Ball war abgefälscht, unhaltbar. Ulreich, keine Chance gelassen. Hier, da kann er nichts machen. Keine Chance. Daniel Schwab fälscht den Ball unhaltbar ab. Wir führen endlich mal in der Bundesliga, in der Partie. In der Partie generell. Aber wir dürfen auch nicht so hart immer an den Ball gehen. Halbzeit, Paco Alcácer, Mitrovic, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Köln führt gegen Mainz mit 1:0. Bayer Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1. Gladbach liegt gegen Hannover zu Hause mit 0:1 zurück. Frankfurt Freiburg ist das Abendspiel. Hertha Hamburg 1:1 und Wolfsburg führt gegen Schalke mit 1:0. Ja, Paco Alcácer. Ein Problem an Paco Alcácer ist, er läuft und läuft und läuft und das verbraucht natürlich immens viel Ausdauer. Das ist der erste Wechsel. Der neue Mann. Gatzev. Müssen ja hier nicht dummdödligen Fußball spielen. Starker Ball. Gaia. Auf Gnabry. Hier war gerade das Problem, der ging gerade übel die Puste aus. Da ist übrigens der neue defensive Mann. Da stand er gut im Weg. Gnabry, ganz, ganz stark. Gnabry! Schöner Pass. Von Fkara auf Gnabry. Vielleicht hätte ich nochmal zurücklegen sollen. Paco Alcácer stand nicht schlecht. Stehen sie alle schön mittig. Mitrovic, nö, der kann auch keine Kopfbälle. Haben wir ja gelernt, der kann das nicht. Martell, stark. Fand ich nicht faul, wenn, dann hat er mich fast umgerissen nach dem Zweikampf. Williams.
Schöner Pass auf Paco Alcácer. Ich krieg auch keinen Spieler, der da steht. Geil. Jetzt, ich will die auch zudecken. Ich darf es nur einfach nicht. Daniel Gaya stark und jetzt wird gewechselt. Jetzt reicht's einfach. Jetzt reicht's einfach. Mitrovic, ja, wie auch immer, blub, ist egal. Lukas kommt rein. Verkackte Schiedsrichterwurst. Du machst hier fast alles kaputt, wenn ich hier ein Gegentor kassiere. Ne? Dann ist der Schiedsrichter das übel schuld. Ich stehe immer im Weg. Ich verdiene mein Geld damit, unglaublich häufig im Weg zu stehen. Ah. Schöner Pass auf Paco Alcácer, Lukas Andersen. Da bewegt sich gerade bei uns halt nichts. Deswegen kann ich da auch nicht mehr viel machen gerade. Lukas! Paco Alcácer! Er hat ein bisschen zu lange gewartet. Der Pass wäre vorher besser gewesen. Man darf die hier nicht unterschätzen, die Stuttgarter. Pass war zu scharf. Gaya. Nochmal eine Chance über Gaya. Paco Alcácer. Und dann der Neue. Ja, da habe ich gerade spät reagiert, aber es war halt der Neue. Sehr schön, Daniel Gaya. Nefkara. Paco Alcácer. Schade. Boah. Schlechteste Ballannahme ever. Ja, da konnte den nur nicht kontrollieren, die Nummer 32 am Ball. Paco hat das bis hierhin eigentlich ganz gut gemacht. Wird aber in den letzten Minuten dann nochmal für Finne ausgewechselt. Jetzt ist es soweit. Paco raus, Finne rein. Dann dribbelt der nicht mehr, ich fasse es nicht. Und das 2:0 durch Lukas Andersen. Das war einfach nur noch ausgeguckt hier, weil die so offen stehen. Und dann ja mit Nefkara einfach einen locker geschmeidigen Pass rüber. Lukas nach Verletzung mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Drin das Ding, Nefkara, Torvorlage. 2:0 gegen Stuttgart. Drin das Ding. Nice gespielt. Schöner Pass. Man sieht hier Lukas kein Stück.
Aber das war auch klug gespielt von Nefkara. Überlegt. So, wer von euch macht jetzt den nächsten Schritt? Ach, Finne. Ist halt kein technisch brillanter Mann. Aber der Neue, den ich da eingewechselt habe, der spielt defensiv ganz gut. Überrascht mich. Da ist er. Wieder am Ball. Um den Ball auf Bad Finne zu legen. Das hat nicht gut geklappt. Schade. Aber das Spiel ist vorbei. 2:0. Heute mal mit einem Sieg. Kaiserslautern mit seinem ersten Saisonsieg in Stuttgart. Wir waren nicht unbedingt super stark. Wir müssen... Ja, wir werden nicht mehr so spielen, wie wir heute gespielt haben. Das war wirklich das letzte Mal, weil Paco und Mitrovic zusammen in der Startelf. Das funktioniert einfach nicht. Die passen sich die Bälle nicht. Wir versuchen es lieber mit Lukas und Mitrovic und dann Paco als super Backup. Aber so funktioniert das nicht. Lukas ist wieder da und dementsprechend ist einfach nicht gut. Paco ist super, keine Frage. Aber für mich besser als Stürmer. Besser als Stürmer ist er für mich. Dementsprechend schwierige Situation für uns. Ihr hattet ja auch James Rodriguez vorgeschlagen, ja, also der gute Incredible Mace. Ihn hatte ich aber bereits in FIFA 14 und ich versuche ja Spieler zu verpflichten, die ich in den letzten FIFAs nicht gekauft habe. Dementsprechend, ja, sind hier bei uns Spieler, die ich in keinem FIFA bis jetzt hatte. Ja, Nefkara war immer stark, immer dazwischen gegangen und dann ist es halt Alexandru Martel, der Linksverteidiger, der Rechtsverteidiger. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Natürlich die zwei Tore geschossen, die normalerweise gar nicht treffen. Martell und... wobei Gnabry auch stark. Das war knapp. Er hat den hier fast getunnelt. Er ist fast drin gewesen, der Ball. Gnabry. Gute Aktion. Von Serge Gnabry. Guter Mann. Haben heute gar nicht schlecht gespielt. Und hinten hat er halt wirklich viel... Viel gemacht. Heute starkes Spiel von Martell. Muss man schon so sagen. Zählerlim nicht ganz so stark. Und dann hier Lukas, da kommt er frisch rein. Und das macht er wirklich echt gut. Also Lukas ist nach Einwechslung wirklich stark gewesen. Der soll ja auch die Offensivposition besetzen. Hier Paco Alcacer mit dem Nachschuss. War auch nicht schlecht. Und dann hier Nefkara. Ich habe natürlich alle Zeit der Welt. Legt den Ball geschmeidig auf Lukas. Der nimmt ihn kurz gut an. Und macht den dann rein zum 2:0. Endstand. Der gute Lukas. Freue ich mich, dass unser Lukas getroffen hat. Martell, bester Spieler bei uns auf dem Platz. Gatsev, ja, in etwa so gut wie Zelalim. Alcacer mit nur 5,9. Mitrovic 6,3. Ja, das ist scheiße, wenn der auf der Offensivposition spielen muss. Das passiert nicht mehr. Tut mir leid, Paco Alcacer. Bist stark und ich lasse dich nicht mehr auf dieser Position spielen, wo du halt deine Möglichkeiten nicht hast. Das ist schon echt scheiße. Gegenangebot, Abschlussbericht David Konscha. Können wir jetzt sehen, was er denn kann. Der Mann hat 64, ist dementsprechend keine Option für uns. Ich weiß gar nicht, ob Patrick Roberts schon 75 haben wird. Wahrscheinlich eher nicht Patrick Roberts. Ich weiß seinen Marktwert nicht mal, wisst ihr? Wir wissen nicht mal seinen verkackten Marktwert. 8,5 Mille ist schon echt teuer. Ich würde gerne mal ein paar Infos über den jungen Mann haben. Nee, ist NP. Scouten wir Patrick Roberts überhaupt jetzt mal ohne Scheiß? Ist doch beschiss. Das ist doch echt beschiss. Wir kriegen gar keine Infos über den. Was haben wir denn für einen Trainerstab? Einen, der überhaupt nichts leistet. Hut ab. Ihr seid ganz, ganz große Spitzenklasse. Wissen nichts über den Jungen. Das ist es. Wenn, stellt euch mal vor, der hat jetzt nur 70 oder so. Oder noch weniger. Wäre echt scheiße. Die können uns hart verarschen, weil unser Trainerstab... Der scoutet den ja schon wochenlang. Und der weiß nichts über den. Das ist doch scheiße. Na egal, er ist halt ein Riesentalent. Das wissen wir ja. Aber ich denke... Ich denke, das war eine zu teure Verpflichtung.
müssten wir mal. ...75 hat er. Ja, er ist genauso gut. Geil, 75. Das ist ein lohnenswerter Transfer on Mars gewesen. Oh ja, Mann. Darauf... Also das ist ja mal richtig geil. Patrick Roberts mit 20 hat er 75. Damit ist er genauso gut wie Cela Lim im gleichen Alter. Das ist mega geil. Hat er den Nagasawa jetzt in die Tasche gesteckt. Ihr könnt ja mal, wir können ja mal Vergleiche ziehen, Nagasawa. Die sind in etwa, gleich gut hier. Übersicht ist halt deutlich besser und er ist halt sauschnell und beweglich. Aber beweglich sind beide. Was sieht aus mit Ausdauer? Ja, er hat halt sehr wenig Ausdauer. Eine wenige Sprintgeschwindigkeit. Ballkontrollen sind beide ganz gut. Dribbeln sind beide ganz gut. Ja, aber ihr müsst überlegen, 5 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden. Aber trotzdem ist ein Nagasawa immer noch gut genug, meiner Meinung nach, um auf der Bank Platz zu nehmen. Das heißt, wir haben jetzt mit Sungu und Nagasawa und Co. eigentlich alle Möglichkeiten offen. Und der hier ist richtig stark. Ich nicht gedacht, ja. Gute Ballkontrolle. Für sein Alter ein richtig guter Mann. 71 Antritt und Sprintgeschwindigkeit, ja. Der ist wirklich nicht schlecht. Mit dem kann man auch agieren. Jetzt haben wir ihn. Patrick Roberts ist zu uns gestoßen. Von dem erhoffen wir uns natürlich was. Patrick Roberts. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken. Der gute Mann. Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, genau. Die Trikotnummern ein bisschen bearbeiten. Ben Adia. Die 6. Jesus. Kriegt die 3. Oder die 4, die 4. Vergara tauscht. Gaia bleibt erstmal so. Cela Lim auch. Patrick Roberts ist die 7 in unserem Verein vergriffen. Weil wenn nicht, dann kriegst du die 7. Nahuel Leiva hat die 7. Ach, die 10 gibt es momentan gar nicht. Paco Alcácer kriegt die 10. Die 7 geht an Patrick. Gucken wir uns den nochmal an, wie der junge Mann denn aussieht. Ich weiß, der ist nicht echt, also der hat kein Originalface. Etc. etc. Das ist Patrick Roberts. Die Schuhe sind nicht ganz so cool. Ich denke, damit können wir leben mit den Schuhen, die er hat. Sieht doch ganz okay aus, beenden ohne Speicher, na klar. Patrick Roberts, meine Lieben. Ja, wir haben Patrick Roberts bekommen. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen was über die anderen. André Hahn zum Beispiel. Jetzt können wir sagen, was der kann. 76, 7 Jahre älter. Das lohnt sich nicht. Ihr habt es ja bereits erwähnt, das lohnt sich nicht. Patrick Roberts dann doch deutlich besser. Ja, hier ihn holen wir am Ende. Deswegen ist er ja, also den möchte ich am Ende der Saison dann gratis bekommen. Muric spielt jetzt bei den Bayern. 4,3 Millionen. Sherdan Shaqiri, ihr seht ja schon, der wird, wenn wir den haben wollen würden, ja, das sind viele, viele hätte Begriffe. Oh, geil. Ihn beobachten wir mal. 17 Jahre alt. Solche Leute haben wir natürlich nicht im Kader. Der ist auch schon gut mit 17. Oh mein Gott. 11 Monate nur noch. Ja, die beiden beobachten wir noch. Können wir mal ein bisschen was rausgucken. Mit Patrick Roberts natürlich einen Wunschspieler von euch bekommen. In der Tabelle, ja, sieht nicht ultra schlecht aus. Wir müssen halt arbeiten daran. Ihr seht es ja hier. Wir haben nur einen Spieler in Form. Na, drei in Form Spieler momentan. Und apropos, Mitrovic und Paco, die beiden tauschen jetzt Plätze. Ja, dann kommt Finde kommt hier zu Russ wieder. Da ist Paco jetzt drin. Und dafür kommt Lukas wieder rein. Lukas, der momentan auch in einem Formhoch spielt, darf jetzt auch mal endlich in die erste Elf und darf da auch dann bleiben. Ja, Lukas. Und wenn es dann nicht gut läuft vorne, haben wir halt immer einen Superstar-Stürmer auf der Bank. Von daher, gegen Bremen können wir noch aus den Vollen schöpfen. Und dann gegen Wolfsburg 5 Tage später theoretisch auch nochmal. So. Mit einem Blick auf die Tabelle verabschiede ich mich aber von euch. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen dann wieder gegen Werder Bremen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Haut's rein. Ciao, ciao.